Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Kakerlakenpartyzeit. Heute ist Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung, vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonaten. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Dalto mein Name. Andrea Dalto mein Name von der Firma Aixtreda für Onlinehandel. Aha, was ist denn das? Und da haben Sie eine, Anmeldung bei uns hinterlassen. Ja. Also Sie haben Werbung angeschaut und da haben Sie Ihr Interesse gezeigt. Aha. Und warum rufen Sie da, denn ein? Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie da eine Erfahrung haben. Und damit ich Ihnen zeigen kann, wie man das Konto aktivieren kann. Das verstehe ich jetzt nicht mit dem Konto aktivieren. Bitte? Das verstehe ich nicht. Also Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Und ja, da kontaktiere ich Sie gerade an. Aha. Genau. Und wie da wollte ich Sie weiterhelfen. Wobei denn? Bitte? Wobei denn? Bei dem Konto zu aktivieren. Er ist doch schon aktiv. Sie sind schon aktiv. Ja, na klar. Bei dem AX Trading, Amsterdam Exchange Trader. Na, IQ Trader. Ich meine, dass Sie bei uns den Anmeldung hinterlassen haben. Bei der unserer Plattform. Ja. Ja. Und Sie sind aktiv bei unserer Plattform, meinen Sie? Ja, genau. Das kann doch nicht wahr sein. Na klar. Sonst hätte ich Ihnen gar nichts angerufen. Sie hätten von dem Finanzberater kontaktiert werden. Na, dann soll der mal anrufen, der wollte sich ja eigentlich melden. Ja klar, deshalb bin ich hier, um Ihnen zum zeigen, wie man den Konto aktivieren kann. Na, und Sie werden weiterleiten bei den Finanzberater, Finanzexperten. Ja, aber mein Konto ist schon aktiv. Ich war ja schon eingeloggt. Okay, dann können Sie bei der Google-Webseite gehen und damit ich Ihnen weiter zeigen kann. Weil Sie sind kein Kunde bei uns. Nee, aber ich bin noch eingeloggt gewesen. Genau, aber Sie müssen Einzahlungen tätigen. Ja, dann bin ich doch automatisch Kunde, wenn ich da jetzt schon ein Konto habe. Das heißt nicht, wenn Sie ein Konto eröffnet haben und Sie sind ein Kunde von uns. Doch, das heißt das laut deutschem Datenschutzgesetz. Moment mal. Ja. So, das heißt, wenn Sie das Einzahlungen tätigen... Da kennen Sie sich aber schlecht aus. Sobald das Geld hier sind, das ist dann Sie sind ein Teil von unseren Kunden. Nee, das bin ich doch auch so schon. Sobald ich ein Kundenkonto habe und einen Kundenaccount, bin ich automatisch Kunde in einer Firma. Weil das hast du, aber du, Moment, du verarschst mich doch. Augenblick, ich verarsche. Das ist doch falsch, was du sagst. Das ist doch alles falsch, was du sagst. Ist alles falsch? Ja. Dann machen Sie Ihre Google auf und dann Sie werden... Nee, hab ich keine Lust zu. Mach kein Google auf. Es ist in Ordnung, aber Sie brauchen nicht so weiter reden. Über das Lügner und über das Betrüger. Na, aber Sie lügen doch. Ich habe doch nicht gesagt, dass Sie Betrüger sind. Sind Sie denn Betrüger? Das kann ich Ihnen nicht loslassen. Ja? Ja, Sie das, können was Sie gerade gemeint haben. Ja, was denn? Was habe ich denn gemeint? Es geht um Geld und nicht um Ihren Spaß, ja? Und ich habe doch schon ein Konto bei Ihnen. Brauche ich doch nicht noch eins. Das ist eine Verarschung von Ihrer Seite an. Nee. Das ist eine richtige Verarschung von Ihrer Seite. Nee, Sie können einfach nur nicht richtiges Deutsch. Nein. Doch. Ja klar, das stimmt doch, was Sie gerade sagen. Ja, weil aber ich warum komme auch nicht Sie aus Deutschland. Dann? Ja. Ist doch unhöflich sowas. Ich rufe da auch nicht bei Ihnen in der Türkei an und versuch's mal auf Türkisch. Was für eine Türkei? Ja. Was glauben Sie dahinter? Ich bin gerade in Berlin nervös. Das sind Sie das doch gar nicht. Das ist eine Festnummer, das ist eine Büronummer, mein Lieber. Ja. Nee, Sie rufen aus der Türkei an. Sie können bei der Nummer, was ich Ihnen gerade angerufen, wieder zurückrufen. Nee, das geht ja nicht. Ja, klar geht das. Nee, ist eine gespoofte Rufnummer. Bitte? Ist ja eine gespoofte Rufnummer, die kann man ja nicht zurückrufen. Da können Sie uns zurück anrufen. Nee, bei das geht Plus nicht. 94303. Die kann man nicht zurückrufen. 00115364. Also. Was denn? Frauen nicht so weiter quatschen über. Mach ich ja nicht. Sie verarschen mich ja. Sie sind ja ein Lügner. Weiter Augenblick, Mann. Sie sind ein Lügner. Weil Sie werden jeden Tag von den Betrügern anrufen, das ist nicht meine Schuld. Na, aber der bist du doch, der Betrüger. Auf jeden Fall nicht. Doch. Auf jeden Fall nicht. Da kann ich Ihnen beweisen, dass ich... Nee, dass ich
Guck mal, du willst doch bloß die Leute verarschen. Das ist doch albern, was du da sagst. Du machst dich doch zum Klaps. Das, was sie gerade gesagt haben, das ist von ihrer Seite an. Nee, das ist von deiner Seite. Du bist ja der Betrüger. Nein, auf jeden Fall nicht. Aber das ist doch kriminell, was du machst. Dann lassen sie mich, ihre Meinung zu wechseln, dass ich kein Betrüger bin. Na doch, bist du doch aber. Ich bin ein Betrüger, meinen sie. Ja. Wow, das ist ein Applaus von meiner Seite an. Ja, weil ich das rausgefunden habe, bevor ich Geld einzahle, ne? Ich brauche meine Zeit nicht mit ihnen verschwinden. Zweitens, wenn sie... Ja. Wenn sie echt Interesse da haben... Du bist doch Betrüger. Lass uns das Konto aktivieren und fertig schauen, sie werden von der Finanz doch, später... bei dir gibt's keine Finanzexperten, bei dir gibt's einfach nur weitere Betrüger in deiner Firma. Da sind arbeiten keine Experten. Das Einzige, wo ihr Experte seid, seid ihr ihrem Betrügen, aber mehr nicht. Ihr klaut den Menschen Geld. Warum macht denn ihr sowas eigentlich? Wenn sie... Schauen Sie mal, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja? Gib mir mal ein Beispiel. Moment. Sie meinen, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Was für ein Ding? Sie möchten einen Döner essen, beispielsweise. Du musst mal deine Zähne beim Sprechen auseinanderbekommen. Bitte? Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich da mit Herr Timo? Nee. Ach so, dann okay, mit wem spreche ich denn gerade? Na, den Sie angerufen haben. Okay, wenn, also, so viel ich da am Apparat. Ich sehe gerade in meinem System, Sie haben Interesse gezeigt über Online-Handel und ich wollte Ihnen ein paar Informationen dazu geben. Ja, habe ich aber nicht. Was haben Sie nicht? Ja, kein Interesse gezeigt, habe ich doch gesagt. Haben Sie kein Interesse gezeigt, aber von woher denn habe ich hier eure Nummer? Ja, das ist mal eine gute Frage. Woher haben Sie denn die Daten, um mich einfach anzurufen? Ja, weil Sie haben Interesse gezeigt, ne? Nee, habe ich ja schon gesagt. Ich bin ja auch also, nicht die Person, die Sie am Telefon haben wollten. Es gibt hier keinen also Herrn Sie, Timo. Also, Sie sind nicht Herr Omid Timo? Ja, Herr Omid schon, aber gerade haben Sie nach Herrn Timo gefragt. Einen Herrn Timo gibt's hier nicht. Ach so, dann okay, ich verstehe dann, weil hier ist eure Nummer, ne? Vielleicht hat Herr Timo eine falsche Nummer gegeben und ich habe Sie angerufen dann. Okay, Herrn dann Omid gibt's ja hier. Wie bitte? Den Herrn Omid gibt's hier, nur keinen Herrn Timo. Herr Omid, aber wer ist Timo denn? Es ist eine von Ihnen Verwandten vielleicht. Das ist ja mein Vorname. Also was meinen Sie jetzt? Spreche ich da mit Herr Omid Timo oder nicht? Nee, mit Herrn Timo Omid. Ach so, denn ja, vielleicht haben Sie denn euren Namen so falsch verkehrt geschrieben. Nee. Hier dann. Okay, dann. Alles klar. Sie haben eine Anmeldung gemacht, ne, über Onlinehandel. Wann denn? Sie haben es gemacht. Wann denn? Das ist vor einiger Zeit, um 4.10.2021. Das ist ein bisschen lange her. Vielleicht können Sie nicht darüber erinnern. Aber trotzdem, ich habe Ihnen wieder angerufen, um Ihnen ein paar Informationen darüber zu geben. Aber Sie können doch nicht einfach so die Leute anrufen. Aber wenn Sie selber den Anmeldung gemacht haben, was soll ich denn machen? Ja, vor einem Jahr. Ja, und? Ja, aber da können Sie doch jetzt nicht einfach so anrufen. Wieso da nicht? Ja, wieso? Darum. Kann sich doch kein Mensch daran erinnern, können sich überhaupt nicht darauf beziehen. Ja, okay dann, aber ich wollte Ihnen nur ein paar Informationen darüber geben, das würde ja, Ihnen gar nicht kosten. Wenn Sie eine Anmeldung gemacht haben, ne, dann bieten Sie mich 5 Minuten von Ihrer Zeit, mich zu hören. Das ist ja Kaltakquise, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Wieso denn ist es das nicht erlaubt? Also wenn ja, Sie das selber machen... Das habe ich Ihnen doch schon die Begründung mit im gleichen Satz schon gleich beigesteuert. Aber das war kein richtiger Grund. Doch. Eine Kaltakquise ist in Deutschland verboten. Nein. Doch. Sie haben selber den Anmeldung gemacht. Ich habe das nicht für Sie gemacht. Aber Sie haben ja gesagt, vor einem Jahr. Da können Sie ja nicht einfach so anrufen. Ja, und vor einem Jahr? Doch. Nee. Ich kann Ihnen anrufen. Wissen Sie, diese Anruferlaubnis läuft in der Tat auch nach 12 Monaten automatisch ab. Und die sind ja schon überschritten. Den Monat 10 haben wir ja schon. Wir sind ja schon fast im Monat 11. Das ist ja gleich doppelt illegal, was Sie da machen. Also, Sie haben eine Anmeldung gemacht... Und Sie haben euer Konto, ich weiß es nicht, euer Konto, haben Sie aktiviert oder nicht? Also Sie wissen in Ihrer eigenen Firma nicht, ob ich das Konto aktiviert habe oder also, nicht. Also, Herr,
Sie müssen es verstehen. In der Markt gibt es verschiedene Plattformen. Ne? Sie haben nur eine von unserer Werbung gesehen, ne? die wir in Auftrag sind. Also bei uns haben Sie kein Konto. Vielleicht bei einer anderen Plattform, das weiß ich nicht. Ja, und warum rufen Sie mich dann an, wenn ich bei Ihnen kein Konto habe? Weil dann ist Sie das haben... eine illegale Kaltakquise. Nein, Sie so. Haben eine von unserer Werbung gesehen. Ne? Und diese Werbung ist in Auftrag mit verschiedenen Plattformen. Ja, jetzt habe ich Zeit, Ihnen zu anzurufen. Ja, ist aber verboten. Nee, es ist nicht so. Verboten, weil Sie selber eine Anmeldung gemacht nee. Haben, ne? Ich habe ja keine Anruferlaubnis gegeben. Wie haben Sie denn keine Ahnung? Machen Sie jetzt Spaß mit mir? Nee, aber Sie wahrscheinlich, weil das ist ja albern, was Sie da erzählen. Nein. Doch. Nein. Doch. Da kennen Sie sich aber mit den Gesetzen ganz schlecht aus. Also wenn Sie machen Sie sich damit so sogar selbst persönlich strafbar. Nein. Doch. Nein. Doch. Sie kann nicht mit mir diskutieren. Also, Sie machen hier eine Diskussion, weil alles, was ich ja, wollte, ne, es ist einen ein paar... kriminellen Anruf. Nein, das doch. Ist kein krimineller Anruf. Natürlich, ist doch illegal, was Sie machen. Wieso ist es illegal? Weil Sie, habe ich Ihnen doch jetzt mehrfach erklärt, weil Sie keine Anruferlaubnis haben. Habe ich Ihnen mehrfach Wir haben erklärt. Aber eine Anmeldung gemacht. Ja, das spielt ja keine Rolle. Eine Anmeldung ist keine Anruferlaubnis. Das muss man in Deutschland separat machen. Also, okay, dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich Ihnen nicht. Kriminelle. Hallo? Guten Tag. Guten Tag, mit wem spreche ich? Mit dem, den Sie angerufen haben. Okay, hängt dieser Handy Ihnen ab? Was? Ist das Mario? Herr Kart, nicht Mario. Das heißt Mario Kart, ja? Herr Mario Kart, ja. Mario Kart. Wenn ich nenne Ihnen Mario, das heißt, das ist auch richtig, oder? Nee, Kart ist richtig. Ne? Kein Problem. Dann gucken Sie mal bitte, Herr Kart, mein Name ist Patrick Koch, arbeite an einer Trading-Plattform Bitcoin Smartphone. Sie haben Ihre Daten hinterlassen, um mein Handelskonto zu aktivieren, richtig? Kann ich Ihnen da jetzt Hallo. Können Sie mich hören? Wie kann ich Ihnen dann da jetzt behilflich sein? Bitte? Wie ich Ihnen behilflich sein kann. Perfekt. Was haben Sie gemacht? Was denn? Okay, haben Sie meinen Wörter verstanden? Ich habe gesagt, dass ich Ihr Account Manager bin. Aha. Und Sie haben Ihre Daten hinterlassen, um mein Handelskonto zu aktivieren, stimmt? Und wie kann ich Ihnen da jetzt behilflich sein? Ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto zu aktivieren, wenn Sie natürlich Zeit hätten. Wieso wollen Sie denn da helfen? Kann man das nicht allein? Ja, Sie können alleine es alles selbst schaffen, aber gucken Sie mal bitte. Das kann ja irgendwelches Problem, um dieses Problem zu vermeiden, wäre besser es alles gemeinsam zu machen, oder? Also reden wir über ungelegte Eier. Ja. Aha. Aha. Wie alt sind Sie? Wieso wollen Sie das wissen? Um ein Portfolio zu tätigen. Ein was? Eine Folie? Portfolio. Wissen Sie, was bedeutet Portfolio? Portfolio? Können Sie ja gerne mal erklären. Können wir duzen? Nein. Kein Problem. Ja. Wissen Sie, was bedeutet Portfolio? Nein. Warum wissen Sie? Na, woher soll ich denn das wissen? Entschuldigen Sie mich bitte. Warum wissen Sie nicht? Ja, woher soll ich das denn wissen, was Sie da wollen von mir? Ich will von Ihnen gar nichts. Mhm. Ich möchte einfach mit Ihnen oder die Welt, über das Welt einfach besprechen. Aha, und was haben Sie denn davon? Gar nichts, ich habe gar keine sozusagen viele Zeit, deswegen wollte ich meine Zeit vergeuden. Aha, mit solchen scheißen Personen. Warum sind Sie jetzt so unhöflich? Ja, ich habe gefragt, können Sie mir bitte Ihre E-Mail nennen? Nö, Sie sind ja unfreundlich. Ja, aber Sie haben schon bei uns es hinterlassen. Ihr E-Mail ist mario.art@mfg.kart, nicht mario.art. @gmx.de, richtig? Nee. Da haben Sie es alles falsch gegeben, oder? Nee. Welche E-Mail haben Sie? Na, mario.kart und dann @mdccfun.de. Okay, das ist sehr schön. Mhm. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Aus welchem Grund? Ja, warum sollte ich eine WhatsApp-Nummer auf mein Festnetz schalten? Macht ja keinen Sinn.
Wieso? In unserer Zeit jeder Person benutzt WhatsApp, oder? Ja, aber doch nicht auf dem Festnetztelefon. Kein Problem, dann können Sie mir bitte irgendwelche WhatsApp-Nummer nennen und geben, dann werde ich per WhatsApp mit Ihnen weiter kontaktieren. Was meinen Sie? Nee, wozu sollte ich das machen? Wollen Sie auch ein Handelskonto aktivieren? Ja, bei Ihnen wahrscheinlich nicht, so wie Sie sich benehmen. Was habe ich mit Ihnen gemacht? Ich habe einfach mit Ihnen kontaktiert, ich habe Sie angerufen und erkläre, wie es alles funktioniert. Ja, und benehmen Sie sich schon ein bisschen nebenbei daneben. Haben Sie von meiner Seite irgendwelche schlechte Dinge gesehen? Ja. Welche? Nennen Sie mir bitte und ich werde es alles ändern. Na, Sie waren doch gleich eingangs beleidigend. Beleidigung? Welche Beleidigung? Ja, müssen wir nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Aber Sie haben sich daneben benommen und da habe ich keine Lust drauf. Mario, welche Beleidigung? Ich habe noch nichts gesagt. Ich habe gesagt einfach, dass jede Person in unserer Zeit WhatsApp benutzt. Hat es alles eine beleidigt? Ja. Ja? Dann wollen Sie auch WhatsApp tätigen, dann werde ich Ihnen helfen. Welches Smartphone haben Sie? Android oder iOS oder machen Sie es alles mit Petze? Mit was? Mit einer Petze? Wissen Sie, was bedeutet Petze? Nee. Was soll denn das schon wieder heißen? Personal Computer. Ach so, dann PC, nicht Petze. Ich habe gesagt Petze. Nee, Sie haben gesagt Petze. Dann mir gefällt Petze. Ja, was falsch. Nee, das ist nicht falsch. Für mich, das ist richtig. Wollen Sie mich beleidigen? Nee, Sie beleidigen ja mich. Und Sie können kein richtiges Deutsch. Ja, natürlich. Spielt es irgendwelche Rolle? Ja. Welche Rolle spielt das? Nur eine wichtige. Haben Sie etwas gegen Narzissmus? Ja. Was haben Sie? Ja, ich habe was gegen Narzissmus, richtig. Dann einen schönen Tag für Sie. Dankeschön. Ciao. Ach so, also möchte der Nazi nicht weiter mit uns sprechen. Ja. Hallo, guten Tag, Frau Hodebsack. Herr Hodebsack. Und sind Sie bekannt mit Ella Hodebsack, oder? Was? Sind Sie bekannt mit Ella Hodebsack? Ja, das bin ich. Ah, wunderbar. Mein Name ist Alex Wagner, ich bin Ihr persönlicher Account-Manager. Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen bei unserer Werbung Bitcoin System. Und wen wollten Sie genau sprechen? Mein Name ist Alex Wagner, ich bin Ihr persönlicher Account-Manager. Und wen wollten Sie sprechen? Es geht um Bitcoin System. Sie haben für zusätzliches Einkommen interessiert, ja? Ja, aber wen wollen Sie denn da sprechen? Mein Name ist Alex Wagner. Ja, und mein Name? Ella Hodensack. Ella Hodensack, ja genau. Wunderbar. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Mit Hodensäcke oder mit was jetzt? Was ist denn Bereich? Wie bitte? Ja, welchen Bereich denn? Mit Auto-Trading, Online-Handel. Sind Sie Ella Hodensack, ja? Ja, Ella Hodensack hier. Sind Sie Ihre Frau? Nee, ich bin nicht meine eigene Frau, das geht nicht. Moment mal. Was soll ich denn momenten? Sind Sie noch dran? Hallo? Hallo. Schönen guten Tag. Ja, was denn? Es geht ja darum, Sie haben ja Ihre Kontaktdaten vor kurzem hinterlassen auf einer Unterwerbung. Hier ist der Stefan Rausch, Abteilungsleiter, Schulinvest. Ja, und warum ist der andere jetzt weg? Weil er hat an mich, ich habe abgenommen, ich bin Abteilungsleiter und ich kann ihn wohl besser weiterhelfen. Aber warum ruft denn der andere an? Sie haben Ihre Kontaktdaten auf einer Unterwerbung hinterlassen. Es ging darum, wie man heutzutage mit den Kryptowährungen, mit dem automatisierten Handelssystem, zusätzliches Nebenkommen verdienen kann. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso jemand anderes jetzt auf einmal in der Leitung ist. Weil ich bin der Abteilungsleiter, ich habe übernommen. Ja, aber warum denn? Weil ich es wollte, ich wollte mit Ihnen persönlich sprechen. Ach so, und der andere kann das nicht. Ja, weil man dachte, man hat nicht verstanden, ob eine Frau oder ein Mann dran ist. Ach so. Von der Stimme her. Ja. Da gibt man dann einfach das Telefon weiter. Ja.
Herr Hodepsack, jetzt im Ernst, Sie haben sich interessiert, ja. Hallo? Ja. Ja, warum sprechen Sie nicht? Oder möchten Sie mit dem Herrn Wagner sprechen? Ja. Ja, dann sprechen Sie mit dem Herrn Wagner. Alles Gute, viel Erfolg. Ja. Ja, hallo. Hier ist Alex Wagner. Sagen Sie mir bitte, sind Sie Ella Hodensack, oder? Na, das hatten wir doch jetzt schon geklärt. Und, wie bitte? Ja, wo ist denn da jetzt das Problem? Kein Problem. Ich möchte mit Ella Hodensack sprechen. Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen in unserer Werbung. Ja, das haben wir ja schon geklärt. Ja, genau. Und was? Sie haben für zusätzliches Einkommen interessiert, ja? Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Onlinehandel, Kryptowährungen, Aktien? Nee. Okay, dann erzähle ich, wie funktioniert das überhaupt? Aha. Nachdem wir Ihr Account aktiviert haben mit einer minimalen Summe, bekommen Sie einen persönlichen Analytiker, der personal beratet und für Sie zuständig sein wird. Das heißt, Sie bleiben nicht alleine und mit Ihnen zusammen den Handel betreibt. Ja. Und wenn Sie aus welchen Gründen auch immer verhindert sein sollten, an dem Handel selbst teilnehmen zu können oder einfach selber es nicht lernen wollen, können wir auch unter Vermögensverwaltung aufnehmen. Und mit monatlicher Profit von 15-30% auf Ihre Investition. Und wie viel möchten Sie pro Monat verdienen? Ja, so viel wie geht. Wie viel kann man denn im Monat verdienen? Okay, ich habe verstanden. Und was machen Sie beruflich? Aber Sie haben nicht geantwortet, wenn Sie die Frage verstanden haben. Wie bitte? Ich habe akustisch nichts verstanden. Ja, Sie haben nicht geantwortet, wenn Sie die Frage verstanden haben. Da fehlt noch die Antwort. Guten Tag. Hallo, Herr K. Ich rufe Sie von Serke Invest Finanzplattform an. Ah, ja, und ja. Hallo? Bei Daniel? Warum unterbrechen Sie mich? Hab ich doch gar nicht, hab doch nur bestätigt. Sie haben sich ja selbst unterbrechelt. Ich habe nichts gesagt und Sie sagen, Ja, ich hab zugehört. Nein, das bedeutet nicht zu hören. Nee, wie hören Sie sich das denn an, wenn man zuhört? Sie unterbrechen mit Ihrer Stimme mein Gespräch. Ach so. Na gut. Ja. Ja. Und nun? Was machen wir jetzt? Was möchten Sie denn? Sie könnten ein bisschen höflicher sein. Ja? Nee, das kann ich im Moment nicht. Sie sollen so sein. Ja? Wenn Sie wirklich was kriege ich denn dafür? Sind, dann sollen Sie ein bisschen höflich sein. Warum? Die Deutschen sind doch nicht höflich. Die Deutschen sind höflich. Ja, aber die meisten sehen ja gut aus, so wie ich. Sie sind nicht höflich, weil Sie kein Deutscher sind. Ach so, aber ich sehe gut aus. Ja, das stimmt nicht. Na klar, hat meine Mutti immer gesagt, ein hübsches Kind. Und nun, was machen wir jetzt? Was? Was wollen wir denn jetzt Schönes machen? Wie bitte? Mein Häschen, Häschen hüpf. Häschen hüpf. Was laberst du? Was? Was laberst du? Was laberst du? Ja, was du laberst. Was laberst du? Ja, du bist wie ein Kuchensohn. Ein Kuchensohn? Ja, Kuchensohn kenne ich. Und Gurkensohn auch. Ja, ja. Ja, Kuchensohn ist... Du kannst deine Frau sprechen mit mir. Was? Ich werde dein Nummer zu anderen Firmen weiterleiten, damit du den ganzen Tag belästigt wirst. Ja, bitte, ich bitte drum. Ja. Bitte, bitte. Ja, ja. Ja. Jede Minute werdest du belästigt sein. Ja, das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Ja, genieß dein Leben, mein Schatz. Ja, meine kleine ja. Honigbiene. Brumm, brumm. Was laberst du? Was laberst du? Du bist so alt und hast keine Höflichkeit. Aber ich sehe gut so aus. So dumm bist du. Sprich so mit deiner Frau.
Frau, ja? Wo ja. ist deine Frau? Oh, ja, ich weiß, du hast keine Frau. Nee? Weil du kannst keine Frau haben. Warum? Aber du bist doch meine Frau. Weil eine gute Frau würde nie mit solcher Mann verheiraten. Aber du bist doch meine Frau, Schnuckelschätzchen. Nein, ich Na klar. würde nie deine mein, Frau sein. Mein kleiner Sahneabfall. Was sagst du, Hubert? Laderst du? Ja, aber du bist mein kleiner Zuckerkuchen. Meine Zuckerkuchen-Tee. Schäm dich. Ja, Zaubertee. Du bist mein. Ekelhaft. Ekelhaft, weil du alte Mann Was? Bist. Ja? Jo. Ja, du bist eklig. Das macht nichts. Du hast einen Sahnekopf. Ein Sahnekopf? Ich weiß. Du bist auch ein Sahnetöpfchen. Ein benutztes Sahnetöpfchen. Ein was? Ich werde jetzt etwas machen. Ich soll deine Schwester festhalten? Halt deine warte, Schwester, hast warte, du gesagt? Du, ich werde jetzt hast du gerade gepupst? Du hast Pupen im Garten. Ja, okay. Ich, ich glaube, hier ist doch gerade was hinten aus dem Schlüpper gefallen. Halt deine Pferd hat gemacht. Eine Minute, okay? Pupen ja. Dann. Herr Kuchensohn. Ja, mein Sahnetörtchen. Du hast keine Beschäftigung in diesem Leben. Ich habe gerade meine Söckchen zusammengepackt. Meine Söckchen. Die habe ich frisch gewaschen. Soll ich von dir auch mal ein Söckchen waschen? Aber nur eins. Kannst du deine Schwester halten, ja? Soll ich deine Schwester mal halten? Ich werde deine Nummer weiterleiten. Oh, nett. Das ist aber nett. Da freue ich mich auch so toll drauf. Mein kleiner Sahnekipferl. Und hast du schon gefunden, das Knöpfchen, was du drücken wolltest, oder suchst du noch? Mein Sahnezipferl. Was kann ich denn Gutes für mich tun? Mein Kind. Advent, Advent. Der Scammer brennt. Erst eins, dann zwei. Deine Karten sind blockiert. Meine Karten sind blockiert. Entschuldigen, die Verbindung war kurz weg. So, nochmal bitte. Das beste Programm, das wir haben, dauert so 2 Monate lang, ist natürlich sehr effektiv und ist einmalig. Das bedeutet, Sie brauchen das nicht mehr zu wiederholen. Das enthält von Postovid so 6 Packungen, wo Sie aber selber nur 4 bestellen. Und 2 erhalten Sie gratis von uns. Im Total für 196 Euro, ohne Lieferungskosten. Ja, aber oder ich will das verteilen, dann brauche ich die doppelte Menge. Jawohl, das können Sie auch so meinen. Ich meine, das Produkt verteilen, kein Problem. Ja. Aber das Angebot kommt so. Ich meine, 4 plus 2 Packungen geschenkt, im Total für 196 Euro. Oder das Basiskurs, das hält, also enthält 4 Packungen Postovid, wo Sie 3 kaufen, die 4. bekommen Sie gratis. Für 147 Euro. Beide sind sehr effektiv, aber natürlich das Beste für Sie wäre auch das Volle, ja? Ich meine, dass auch mehr Einheiten hat, mehr dauert und die Effekte werden bei Ihnen für eine sehr lange Zeit gesichert. Das ist am wichtigsten. So, sagen Sie mir bitte, so wo bekommen Sie das Produkt? Erstmal die Postleitzahl, bitte. Na, kann ich das nicht 2-mal bestellen? Natürlich, aber dass, wenn Sie das einmalig bestellen, das wird nicht nur wirksamer sein, sondern auch, das wird einmalig und auch finanzielle Konzept, das ist auch billiger, ja? Weil 2 Packungen kommen kostenlos für Sie. Ich oder können zweimal, Sie das Basiskurs machen? 4 Packungen mit 2-mal gratis. Nee. Ach so. Ja, kann auch so gemacht werden, natürlich. Ja, dann machen wir das so. So, für 2 Personen meinen Sie? So 2-mal das volle Programm meinen Sie? Ja, das verteilen wir uns da zwar zu 18, aber ist egal. Können Sie mir bitte erstmal die Postleitzahl sagen? Ja, ist die 12055. Berlin, ja? Ja, in Neukölln. Wie heißt die Straße bitte? Das ist die Braunschweiger Straße. Und die Nummer? Das ist die 55. Okay, und was für Name steht auf dem Briefkasten oder an den Klingeln? Ja, genau der gleiche Name, wie Sie da im Computer haben. Okay, Hodensack. Ja.
Alles verstanden. So, wir machen so zwei Programme. Sie meinen zwei Programme mit 6 Einheiten? Ja. Im Total, das kostet Ihnen so die 392 Euro im Total. Ja, das die sind aber so 12 Packungen pro Soviet. So, können Sie bitte was zum Schreiben holen? Ich meine ein Zettel und ein Kugelschreiber, damit Sie auch unsere Kundenservice-Nummer schreiben können. Und falls Sie etwas benötigen, falls Sie Fragen haben, können Sie bei uns zurückrufen. Ja. Okay. Hab so, ich? Schreiben Sie bitte 03. 03. 22. 22. 13. 13. 24. 24. 90. 90. 20. 20 habe ich. Können Sie bitte wiederholen? Es ist die 03221324-9020. Ganz genau. So, ja. Diese ist die Kundenservice-Nummer. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte zurück an. Und ich wollte auch über etwas Bescheid geben, bitte, weil Sie heute eine neue Kunde bei uns sind. Ist das erste Mal, dass Sie bei uns etwas bestellen. Mhm. So, als ein Dankeschön von unserer Firma, können Sie das gleiche Mittel, so Postovit, bestellen, eine Packung zusätzlich für nur 20 Euro. Sind das auch oder Tabletten? Oder bis zu maximal durch das gleiche Mittel, aber eine Packung zusätzlich, meine ich, nur für 20 Euro oder 2 für 40 Euro, 3 für 60 und 4 für 80 Euro maximal. Ja, so, sagen Sie mir bitte, wie viel hätten Sie dazu? So, die 4 dazu hätten Sie auch? Ja, soll der Ball haben. Wunderschön. Also das wäre so insgesamt dann die 16 Packungen. In total wäre das für 472 Euro. In Ordnung? Ja. Alles klar. So, die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte, aber das muss ein Visa oder Mastercard sein. Nee, sowas sagen Sie bitte, ich nicht. Besitzen Sie eine. Haben Sie keine? Machen wir dann so. Machen wir dann anders. Wann die Ware da kommt, bezahlen Sie auch gleich bei Erfüllung. Kein Problem. Wieder das gleiche Betrag, kein Cent mehr. Darf ich bitte aber so kurz eine Zusammenfassung machen? Ich meine, mit der Adresse sicher zu gehen. Ja. So, ich habe mit Ela Hodensack gesprochen. Sie haben bei uns Postovit bestellt. Insgesamt 16 Packungen. Die Bestellung geht unter der Adresse so Braunschweiger Straße, Nummer 55. Mit Postleitzahl 12055 in Berlin. Ja. Auf dem Briefkasten steht Familienname Hodensack. Ja. So, die Bestellung wird in 4 bis 5 Tage geliefert. Bezahlen Sie auch gleich, wann die Ware da kommt. In total 472 Euro, also für 16 Packungen Postovit. In Ordnung? Schön, schön. Alles klar. So, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche Ihnen wirklich viel Erfolg. Und einen schönen Tag noch. Vielen Dank für das nette Gespräch. Tüdelü. Danke, wiederhören. Tschüssi. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Felix? Was? Spreche ich mit dem Herrn Felix? Flitzeskake. Ja. Ich heiße Mia. Ich melde mich von der Firma Forex Time, weil Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Es geht hier über Online-Trading und ich werde ein paar Informationen erstmal geben. Ja. Bei uns können Sie verschiedene Märkte einsteigen, wie Kryptowährung, Forex, Rohstoffe, Aktien, Indizien, Öl, Gas und so weiter. Wir sind ein lizenzierter Unternehmer mit 12 Jahren international arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten arbeiten. Er hat 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Ihnen wird die Arbeit einfach machen. Haben Sie verstanden bis jetzt? Nee. Was verstehen Sie nicht? Ihre Aussprache. Nochmal. Mache ich das langsam, okay? Ja. Bei uns können Sie verschiedene Märkte einsteigen, wie Kryptowährung, Rohstoffen, Aktien, Indizien, Öl, Gas und so weiter. Wir sind ein lizenzierter Unternehmer mit 12 Jahren international arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten arbeiten. Er hat 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Ihnen wird die Arbeit einfach machen. Als neue Kunde bei uns bekommen Sie natürlich auch einen kleinen Bonus als Unterstützung. Sie können Ihren Account aktivieren ab 250 Euro, das kleinste Betrag.
weil Sie mit 500 Euro einsteigen, dann kriegen Sie von unserer Seite 250 Euro. Und Sie starten Ihr Account mit 750 Euro. Das ist eine Option, die Sie profitieren können, aber das entscheiden Sie sich selber. Haben Sie mir jetzt bis jetzt verstanden? Mhm. Okay. Wir haben gemeinsam Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch die Kommission, nicht von Ihrem Geld oder Profit. Wir gewinnen ungefähr 3-5%, deswegen funktioniert dieses Geschäft schon lange Zeit. Wir wollen mit dem Kunden langfristig handeln, da liegt unser Interesse. Sagen Sie mir, wie finden Sie das? Finden Sie das gut? Entzückend. Okay. Sie haben da die Möglichkeit auch, Sie investieren 250 Euro. Sie kriegen von unserer Seite 100 Euro und Sie testen uns. Am Ende des Monats, wenn Sie zufrieden mit den Ergebnissen sind, Sie können das weitermachen. Wenn Sie nicht zufrieden mit den Ergebnissen sind, Sie können Ihr Geld zurücknehmen. Das ist gar kein Problem. Verstehen Sie? Mhm. So läuft das. Wie finden Sie? Ja, entzückend. Finden Sie das gut? Haben Sie noch welche Frage oder? Nee, haben Sie gut vorgelesen. Was habe ich vorgelesen? Nur den Text. Nein, habe ich nicht. Nee? Erstmal, haben Sie Interesse über Online-Trading? Mhm. Haben Sie, oder? Mhm. Okay. Wollen Sie investieren? Womit? Ja. Und jetzt? Ich habe Ihnen gefragt, wollen Sie investieren? Und womit? Antworten Sie nicht. Wie bitte? Aha. Wie bitte? Ja, womit denn? Ich habe Ihnen nicht gehört. Nochmal? Ja, was habe ich denn davon? Mhm. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen, weil ich verstehe Ihnen ganz schlecht. Nee, lauter geht nicht. Was haben Sie gesagt? Nochmal. Habe ich vergessen. Herr Felix, ich habe Ihnen etwas gesagt. Wollen Sie ja oder nein? Ist einfach. Mhm. Wollen Sie investieren, ja oder nein? Machen Sie so Spiele mit mir, okay? Nee, spielt man nicht mit Betrügern, nee. Ich dachte, verplemper ein bisschen deine Zeit. Wer ist Betrüger? Was sagen Sie, wenn Sie haben keine Informationen und Sie wissen nicht, wie das geht und Sie sagen, Sie sind Betrüger? Was? Ich habe einmal. Was? Einmal? Ich habe eine Frage. Wollen Sie investieren, ja oder nein? Ist ganz einfach. Bei Betrügern jetzt, oder wie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen auch unsere Lizenznummer, unsere Firma zeigen, wenn Sie wollen, okay? Sagen nicht, Sie sind Betrüger. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen alles zeigen, okay? Mhm. Ich bin hier nicht zum Betrügen, okay? Ich mache meine Arbeit. Aha, ich habe Ihnen gesagt auch, wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch. So läuft das. Ja. Wenn ja, dann sprechen Sie gut, okay? Und wie ich verliere nicht gut? Meine Zeit. Nein, und ich verliere nicht meine Zeit mit Ihnen, okay? Ich habe Ihnen nur eine Frage gemacht. Wollen Sie investieren, ja oder nein? Mhm. Ja oder nein? Mhm. Dann fick dein Mut. Jo? Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Mein Name ist Wendy Hans. Und ich habe Ihnen angerufen wegen einer Anmeldung, die Sie gemacht haben über Onlinehandel. Aha. Und ich möchte gerne wissen, ob Sie Erfahrung damit haben. Warum möchten Sie das denn wissen? Nochmal? Warum möchten Sie das denn wissen? Ach so, noch nicht haben Sie. Aber wissen Sie, was es ist? Warum möchten Sie das denn wissen? Also ich möchte ganz gerne Ihnen erklären, wie das funktioniert und was es ist, wenn Sie wollen. Was denn? Online-Trading, Online-Handel und alles, was mit Börse zu tun hat. Ach so. Ja. Hallo, hören Sie mich? Ja. Verstehen Sie mich, was ich sage Ihnen? Naja, schwierig, aber kommt fast durchs Telefon, ja. Also, Sie haben eine Anmeldung über Online-Trading gemacht. Aha. Und deswegen, es ist mein Grund auf dem Anruf. Ach so.
Okay? Das verstehen Sie? Und ich möchte Ihnen sehr gerne erklären, was Online-Trading ist und wie es funktioniert. Aha. Ja, was? Aha. Naja. Soll ich Ihnen erklären, was es ist? Na, machen Sie doch. Hatten Sie doch jetzt vor, oder nicht? Also, Online-Trading, es ist eine Arbeit, wo Sie Geld verdienen können durch die Börse. Also haben Sie einen Job für mich? Nochmal? Also haben Sie einen Job für mich? Muss ich denn da auch so am Telefon sitzen, oder wie ist das denn? Ja, beim Telefon ist das auch. Ach so, also muss ich denn telefonieren? Also, ich bin nicht so gut im Reden. Also, ja. Ich bin nicht so sprachbegabt wie Sie. Ist das kein Problem, okay? Ach so. Also was für eine andere Sprache sprechen Sie denn? Na, gar keine. Gar keine? Mhm. Also, okay. Nur Germanisch. Nur Germanisch? Ja. Aber Sie reden doch eine andere Sprache. Welche denn? Ich weiß doch nicht. Ich frage Ihnen. Aha. Ah ja, was für eine andere Sprache sprechen Sie denn? Damit ich auch wissen kann, in welcher Sprache soll ich Ihnen reden. Ach so. Ja. Und was machen wir da jetzt? Wie viel gibt es denn da als Stundenlohn bei Ihnen? Das ist ja vielleicht die wichtigste Frage. Nochmal? Wie ist denn der Stundenlohn bei Ihnen? Welcher Stundenlohn? Na, für den Job. Es ist online. Okay, alles, was Sie brauchen, es ist ein Konto bei uns zum Aktivieren. Ein Handy oder Rechner. Oder wie meinen Sie das? Nochmal? Also, kann ich dann von zu Hause aus arbeiten? Muss gar nicht hinkommen. Sie können aus von Hause arbeiten. Ah ja, das ist praktisch. Okay, weil es ist online. Und wie viel verdient man da so? Also, das Maximum von Tag ist 20 Euro. 20 Euro? Nee, ja. Dafür arbeite ich nicht. Arbeiten Sie nicht? Warum? Nicht für 20 Euro, das ist mir zu wenig. Wirklich? Wie viel? Ja. Ja. Wie viel müssen Sie... Und mal mit Mindestlohn habe ich doch schon 70 Euro am Tag. Nochmal? Mit Mindestlohn hat man doch schon 70 Euro am Tag. Ja, aber es ist nicht eine Arbeit wie dem anderen. Es ist eine... Sie werden nicht den ganzen Tag arbeiten. Nur 15 Minuten pro Tag und Sie werden diesem Geld bekommen auch. Ne, ich suche nur 40 Stunden die Woche. Weniger, ich muss ja von irgendwas leben. Was machen Sie gerade denn? Jetzt habe ich gerade ein Brötchen gegessen. Essen Sie gerade? Ja, habe ein Brötchen gegessen. Nochmal? War ein Hähnchenschnitzel drauf mit Remoulade. Also soll ich Ihnen erklären, wie das bei uns funktioniert oder nicht? Na, wollten Sie doch. Aber da müssen wir aber mit dem Preis dann hochgehen. Das wird zu wenig. Ja, dann können wir gar nichts machen. Oh je, ist ja schade. Okay, ja, ist das. Ja. Ist auch das nicht, weil es ist nicht eine Arbeit, wo Sie 10 Stunden pro Tag arbeiten oder 12 Stunden pro Tag arbeiten, nur 15 Minuten und das reicht es. Ja, aber wie gesagt, für 20 Euro ist mir das zu wenig. Zu wenig? Ja. Ja, dann kann ich gar nichts machen. Toll. Dankeschön für Ihre Zeit. Tschüss. Ja, mein kleines Honigkuchenpferdchen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Spreche mit dem Herrn. Honigkuchen, was willst du denn, mein Schätzelein? Spreche mit dem Herrn Angelo Merte. Ja, Herr Merte. Merte. Haben Sie schönen Namen? Ja, schöner Name. Ist Ihnen, Herr Merte? Herr Merte. Angelo Merte. Oh, ich heiße Antonio De Luca. Aha, okay. Ja, wir haben fast gleichen Namen. Das ist ja, wie geht es Ihnen erstmal? Ja, ganz prima. Freut mich. Also, Herr Merte, wie ich Ihnen erzählt habe, mein Name ist Antonio De Luca und ich rufe Sie im Auftrag vom Legacy Financial Consulting. Herr Merte, wie ich hier sehen kann in meinem System, haben Sie vor kurzem Interesse gezeigt. Also, was heißt vor kurzem?
Sie haben mal Interesse gezeigt im Kryptowährungsbereich. Bin ich soweit richtig? Nee. Nee. Wissen Sie, was das ist überhaupt? Weil ich habe hier in meinem System Ihre Daten stehen. Nee, das wüsste ich nicht, was das ist. Kann man essen? Nee, das ist virtuelles Geld. Ach so, damit habe ich nichts zu tun. Das ist Online-Arbeit. Haben Sie keine Lust auf Online-Arbeit, Geld verdienen? Zweite Einkommensfälle. Nee, ich bin lieber arbeitslos, weil wenn du arbeiten musst, guck mal, so kriegst du doch das Geld vom Staat. Nee, Sie arbeiten selber nicht. Wir arbeiten für Sie und wir erhalten von Ihnen 10% von mir Gewinne. Ja, aber ich halte von Arbeiten nichts. Ja, deswegen, ich sage Ihnen, Sie zum Beispiel, Sie investieren. Aber wenn und Sie wir arbeiten, dann unterstütze ich doch die ganze Scheiße da. Ich will nicht, dass einer arbeitet. Wie bitte? Ich will nicht, dass einer arbeitet. Arbeiten ist ungesund. Warum denn? Na, weil der Staat bezahlt doch auch alles. Wozu soll ich denn arbeiten gehen? Ja, wenn der Staat alles bezahlt, trotzdem muss man ein zweites Einkommensfälle verdienen. Also muss man also etwas anderes gucken, wo kann man auch verdienen. Nö, ich brauche nichts. Aber warum denn, Herr Merte? Geben Sie mir die Möglichkeit, damit ich Ihnen das mal vorstellen kann. Und dann können Sie. Aber Steuergeld ist doch auch regelmäßig auf dem Konto. Wozu muss ich denn da jetzt noch arbeiten gehen? Wie alt sind Sie, wenn ich gefragt habe? Ich bin 55. 55. Sind Sie Rentner? Nee. Oder noch nicht? Nee. Man sind nennt Sie das Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV-Empfänger? Ja. Aus welchen Gründen? Na, weil man kann. Man muss doch bloß zum Amt gehen, da so einen Zettel ausfüllen und dann kommt die Kohle regelmäßig jeden Monat. Muss sie nicht mehr zur Arbeit. Was bekommen Sie denn regelmäßig? Na, mit Miete alles so zusammen bummelig 900 Euro, das reicht doch. Ja, das stimmt, aber ja. Herr Merte, wäre das nicht vielleicht für Sie besser, auch wenn ich Ihnen eine Möglichkeit gebe, wo Sie 500 Euro bis 1000 Euro monatlich verdienen können? Och nee, so viel Geld kann ich doch ja nicht ausgeben. Nee, das ist Ihr Gewinn. Ja, aber was soll ich damit? Ich will das nicht. Was sollen Sie damit? Können Sie guck viel mal, nachmachen? Geld versaut doch die Welt, ist doch alles scheiße. Sind Sie verheiratet, wenn ich fragen darf? Nee, sowas kostet auch bloß alles Geld. Sind Sie ledig? Also haben Sie keine Frau, kein Kinder, oder? Ja, ledig und arbeitslos, so wie sich das gehört. Ja, deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie hier verdienen gucken können. WLAN, das kriege ich alles auf dem Marktplatz bei uns. Das stellt die Stadt jetzt mittlerweile auch noch kostenlos zur Verfügung. Wozu sollst du denn da noch arbeiten gehen? Jetzt habe ich ja sogar meine Internetverbindung zu Hause abgestellt, weil das brauche ich ja auch nicht mehr. Das kriegst du doch alles gratis in Arschischung in Deutschland. Da haben brauchst Sie du doch nicht arbeiten. Ja, ja, das stimmt. Oh, Sie haben recht, ja, aber eigentlich... Ja. Ich sage Ihnen, ein zweite Arbeit ist auch gut, verstehen Sie? Nee, ein Job als Arbeitsloser reicht mir schon. Zweimal arbeiten ist nicht mehr zu stressig. Ja, das sage ich Ihnen, aber das ist nicht so eine Arbeit, wo Sie Steuer zahlen müssen oder Sie müssen sich Mühe geben und da ganz Tag stehen. Ach das so, machen wir für Sie, verstehen Sie? Ach und so, wir halten die Gewinne. Keine Steuern zahlen? Nee, müssen wir keine Steuern zahlen. Dann müssen wir keine Steuern zahlen. Naja, dann kann man das machen, wenn wir keine Steuern zahlen müssen und dann kann man das machen. Ja, bei uns müssen wir keine Steuern zahlen. Haben Sie vielleicht einen Computer vor sich, Herr Merte? Nee. Nee. Ein Laptop? Nee. Ein Smartphone, Handy? Was das? Handy. Ja, ein Handy, ja. Ich habe hier so ein Nokia 3310. Also ein Smartphone, oder ist das ein altes Handy? Das ist ein altes Klapphandy. Ein Klapphandy? Ja. Ist halt noch so mit, da muss man mit der Klappe so. Oh, wow, das ist sehr schwer, aber hier steht es mein System, Ihre E-Mail. Wie schauen Sie Ihre E-Mails nach? Was ist denn für eine E-Mail-Adresse? Sowas habe ich doch nicht. angelo.merte@outlook.de. Ach so, wo kommt denn die her? Ich weiß nicht, das muss Ihre sein. Das wüsste ich auch nicht. Ey, seien Sie ehrlich, Herr Merte, tun Sie jetzt selber ein Optum oder wollen Sie spielen mit mir? Na, ich stell dich auf YouTube. Ehrlich? Ja. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Der YouTube-Kanal von mir heißt Callcenter Fun. Und du? Ja? Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Steinfeger. Ja. Ich bin jetzt am Apparat von Support und Sicherheitsabteilung. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz sprechen über Ihre Erfahrung mit Online-Trading. Ja. Haben Sie Erfahrung? Nee. Nein, noch nie. Mhm. Okay. Ich biete Ihnen eine sehr gute Möglichkeit, wo Sie jeden Monat
einen zweiten Lohn verdienen können. Das heißt, ja, ab 1000 Euro Profite. Ja. Mit unserem Unternehmen, natürlich, Sie bekommen einen Experten, einen Finanzberater, der für ihn handelt. Ja. Sie brauchen gar nicht zu kümmern, der Finanzberater macht die Profite. Sie sehen deine Arbeit. Wenn Sie einverstanden sind, machen Sie weiter. Wenn nicht, steigen Sie aus, nehmen Sie Ihr Geld zurück und die Profite, was Sie geinvestiert haben. Ja. Früher haben Sie noch nie gehandelt, oder? Nee. Nee. Okay. Sind Sie gerade zu Hause? Ja. Sind Sie gerade zu Hause? Ja. Okay. Haben Sie einen Computer in der Nähe, damit ich Ihnen erklären kann? Ich zeige Ihnen unsere Firma erstmal, wer wir sind, wo wir sind und dann entscheiden Sie selber. Muss ich anmachen, ja. Okay. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie den Computer angemacht haben. Benutzen Sie einen Laptop oder einen PC? Das ist ein Computer. Computer, okay. Mhm. Ich zeige Ihnen unsere Lizenz erstmal, damit Sie Bescheid wissen über Sicherheit, über uns. Mhm. Ich zeige Ihnen den Firma, wie Sie die Auszahlung machen können und so weiter. Und am Ende entscheiden Sie selber. Ja. Haben Sie das angemacht? Mhm. Okay. Vielleicht benutzen Sie den Programm AnyDesk oder TeamViewer? Nee, was ist denn das? Das ist ein Hilfsprogramm, wo wir verbinden miteinander. Aha. Und ich zeige Ihnen, gehen Sie da, gehen Sie da, gehen Sie da. Ich habe keinen Zugriff sowieso. Ich kann nur sehen, ich zeige Ihnen. Ihr Computer ist an jetzt, oder? Eingeschaltet ist er schon, ja. Jetzt brauchen wir noch eine Weile. Okay, sagen Sie mal. Sie sind noch da, oder? Ja. Okay. Sind Sie ein Rentner? Nee. Nee, noch nicht. Sind Sie frei heute? Hä? Oder müssen Sie später? Spätschicht. Nee, ich bin nicht arbeiten. Arbeiten Sie nicht, also, okay. Mm-mm. Aber die Musik ist da ganz schön laut. Die müssen wir mal irgendwie leiser machen. Musik leiser machen? Ja. Natürlich. Wir sind im Büro ein bisschen entspannt. Deswegen, wir sprechen den ganzen Tag mit Kunden, ne? Ich mache das leiser, ganz kurz. Ja. Jetzt ist gut? Nee. 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 Ja. Okay. Jetzt? Nee, ist immer noch so laut. Jetzt ist weg. Jetzt ist wieder laut. Ja, natürlich, aber ich muss auch sprechen, ne? Ja, aber die Musik ist ja auch fast lauter. Musik ist 10 Meter weit. Hä? Jetzt war die Verbindung weg. Genau. Haben Sie angemacht? Ja, es rödelt noch. Aber die Musik ist immer noch zu laut. Ja, kann ich nichts mehr machen über die Musik. Ach so. Ich will nicht auch die anderen Mitarbeiter hören. Ach so, na gut, dann legen wir jetzt auf. Okay, dann Hurensohn, lege okay. Auf. Tschüss. Jetzt geht er dran. Jetzt höre ich was. Wie kann ich denn helfen? Ja, mein Name ist Antonio Placenta und ich melde mich vom Prime Market.
Hätten Sie kurz Zeit, dass ich Ihnen ein paar Informationen mitzuteilen? Was ist das? Bitte? Was ist das? Das ist eine Forex-Kompanie, was zum Beispiel mit Kryptowährungen, Gold, Wasserstoffe, Öl... Aha, was habe ich denn damit zu tun? Ja, weil ich sehe, dass Sie eine Anmeldung gemacht haben, glaube ich, vor ein paar Monaten. Und dann deswegen habe ich Sie angerufen, um Ihnen zu erklären, was. Nach ein paar Monaten. Ja, das heißt, ein paar Monate. Das heißt, dass bei mir steht da, 25.06. ist das letzte Mal, wo Sie bei uns angemeldet sind. Mhm. Oder bin ich falsch, oder? Keine Ahnung. Ja, aber normalerweise, wie das aussieht, das steht sehr gut momentan im Forex. Mhm. Wissen Sie, was momentan eine Bitcoin kostet? Haben Sie Erfahrung? Mhm. 21.000 Euro und wie die Experten gesagt haben heute früh, das wird bis 50.000 Euro Steigerung haben dieses Jahr. Und woher wissen das die Experten? Das ist ihre Arbeit so. Deswegen müssen die, wenn sie nicht das kennen, wer soll das anderes kennen? Und das ist sehr interessant. Also arbeiten bei Ihnen Hellseher? Nein, nicht Hellseher. Das sind Experten, dass die in diese, die fassen nur mit das ganze Zeit in Internet. Schauen, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Und das ist was Gutes für einen. Ach so. Und dann zum Beispiel, die Gold vor 4 Tagen war, sage ich Ihnen, Entschuldigung, war 19.000 und jetzt ist 21.000. 2.000 Euro auf 3 Tage gestiegen. Das sollten die Experten wissen, wie das läuft. Und wenn Sie gerne möchten zu probieren, können Sie mit einem kleinen Ansatz zu probieren. 2 Wochen haben Sie Zeit, das zu schauen. Und wenn Ihnen gefällt, gut, wenn Ihnen, können Sie Ihr Geld wieder zurücknehmen. Das glaube ich nicht. Wieso? Ja, weil das mit dem Geld zurücknehmen nicht funktioniert. Ja, bei uns funktioniert das. Ich habe auch gehört von den anderen Leuten, dass die gesagt haben, dass die kein Geld gekriegt haben. Aber bei uns kann man erstmal schauen, die Seite, unsere Lizenz und alles. Wenn Sie vor dem Computer sind, kann ich Ihnen zeigen. Ja, dann gucken wir da mal. Bitte? Ja, dann gucken wir da mal. Ja, das ist nett. Mhm. Okay, wo sind Sie jetzt? Sind Sie beim, beim Kugel? Beim was? Ne, ich bin im Schlafzimmer. Ja, meine ich vor dem Computer. Achso, da kann ich hingehen, ja. Ja, deswegen sage ich, gehen Sie zum Kugel? Aber bei Google kann man ja nicht gehen. Das ist ein bisschen weit aus Kalifornien. Nein, dass ich unsere Seite zeige, kann man das, Sie können bestimmt ein Programm haben, das heißt AnyDesk. Habe ich nicht. Ja, das kann man schon leicht zusammen machen. Also auch so ein Betrügermasche. Nein, das ist kein Betrügermasche. Warum denken Sie alles auf die Betrügermasche? Das verstehe ich nicht. Naja, weil wenn man damit AnyDesk rumfummeln will. Nein, ich wollte Sie nur zeigen erstmal und dann können Sie wieder das AnyDesk. Das ist ja unseriös. Ich sagte Ihnen, wenn Sie gerne möchten, das AnyDesk, wäre das leichter für mich und für Sie. Wenn Sie nicht müssen, das ist kein Problem, gehen Sie einfach zum Google. Der Betrug mit AnyDesk leichter. Ach so, das ist ein Betrug. Nein, das ist kein Betrug. Okay. Aber Sie gehen zum Google, dann wenn Sie sagen, das ist Betrug, dann lassen wir es so. Aber ja. Gehen Sie zum Google und ich buchstabiere. Ja, aber bei Google, da muss ich ja erst nach Kalifornien fahren. Das dauert eine Weile. Ah, okay. Haben Sie ein Handy dabei? Mit dem Handy kann man doch nicht bei Google. Okay, dann ich rufe Ihnen später nochmal, okay? Ach so, na dann. Okay, ich habe keine Zeit, deswegen. Ach so, und warum rufen Sie dann an? Ich habe Termine, darum es geht. So, und da haben Sie dann nur 5 Minuten Zeit. Ja, das Problem ist, ich habe einen Termin genau jetzt um 11.30 Uhr, deswegen. Ach so, aber da ruft man doch dann vorher nicht noch Leute an, wenn man einen Termin hat, dann bereitet man sich doch auf den Termin um 11.30 Uhr vor. Das haben Sie recht, aber ich habe gedacht, dass Sie mit Ihnen, weil Sie keinen Computer haben, kein Handy, das soll ich so nicht machen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich keinen Computer habe. Ich habe nur gesagt, dass Kalifornien ein bisschen weit weg ist, um zu Google zu gehen. Warten Sie einen Moment, bitte. Mhm. Warten Sie einen Moment.
Kann ich Ihnen in einer halben Stunde anrufen? So, kann man ja mal probieren. Sehen wir dann, ob ich rangehe oder nicht. Ich bedanke Ihnen, das ist eine nette Antwort von Ihnen. Kann ich Ihnen, mein Name ist Antonio, okay? Okay, dann bis später. Tüdelü. Ja. Gita Murphy ist mein Name. Murphy. Ja, Herr Murphy. Murphy, Jawohl. Spreche ich mit Herr Leon Spritzschlupfer, ja? Spritzschlupfer, ja. Sehr gut. Herr Spritzschlupfer, ich kontaktiere Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie haben bei uns Ihre Daten eingegeben, damit Sie Ihre Interesse geäußert haben. Ist das korrekt, ja? Nee. Und was meinen Sie unter Ne? Ja, das, was ich gesagt habe. Also, wenn ich sage, dass Sie eingegeben haben, das war nicht die echte Frage. Also, hier ist eingegeben, die Daten. Aha. Und Registration ist, ja, unbedingt gemacht. Und nee. Meine Frage, nicht, nein, das ist gemacht, das ist mit Ihrem Computer bestätigt. Ich kann jetzt gerade Ihre Computersadresse auch ganz direkt diktieren. Na, dann sagen Sie wovon? Wovon ist das? Ja, okay, das ist 01. 0. 0. Ja, aber da, 3. Sie wissen aber, dass das IP-Adressen schon. IP-Adresse, ja. Dass Sie aber auch Punkte dazwischen haben, ja. Das wissen Sie, ja. Ja, ja, ja. Das habe ich gesagt. 0, 1, Punkt. 10. Nee, stimmt schon gar nicht. Fängt gar nicht mit 0, 1 an. Das fängt so bei uns. Nee, ist aber ganz falsch. Genau. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, leon.spritzschlupfer@gmail.com. Nee, das ist falsch. Nein, das ist korrekt. Haben ich Sie das selbst eingegeben? Nee, hab Sie haben nicht. Das selbst eingegeben. Wieso nee, ist das nicht korrekt? Woher wissen Sie denn, dass ich das selbst eingegeben habe? Weil das ist hier ist geschrieben die IP-Adresse, hier ist geschrieben Ihre Name. Ja, aber die ist ja schon das falsch, ist Ihre eigene Nummer. Das ist Ihre eigene Nummer, das ist Ihre eigene E-Mail-Adresse. Das ist aber falsch. Und Sie haben mit... Die E-Mail-Adresse und die IP ist falsch. Warum ist das? Okay, konnten Sie das mir sagen, was für eine Idee hat diese Anrufe, die Sie bekommen haben? Warum bekommen Sie unterschiedliche Anrufe? Ja, weiß konnten ich Sie das nicht. Mir sagen? Weil Sie Betrüger sind wahrscheinlich. Und was für eine logische Verbindung hat diese zwei Meinungen? Na, dass sie Geld verdienen wollen, das ist die logische Verbindung. Nein, nein, ich meine das nicht. Ja, das ist doch klar, ich Geld verdienen wollen. Aber konntest du das mir sagen? Warum haben wir Ihre Nummer, Ihre E-Mail-Adresse? Na, weil Sie die vielleicht Daten haben irgendwo sie, verkauft haben. Vielleicht haben Sie eine nee, Werbung gesehen nein. Und da haben Sie sich in den USA geäußert. Das ist nicht? Richtig, das ist falsch. Das ist falsch. Okay. Alles klar. Konnten Sie das mir sagen? Woher haben Sie Informationen, das kann nicht Betrüger sein? Naja, Sie rufen ja hier einfach an, ohne die Daten richtig zu prüfen. Aha. Und? Ja, nix und. Das reicht doch Betrug. Vielleicht andere Companies, die offiziell arbeiten, hat nee, ihre Daten, falsch. Aber sie haben beim Eingeben etwas Fehler gemacht. Nee, bestimmt nicht. Das kann doch nee. Wahrheit sein, ja? Nee, ist falsch. Es ist falsch. Okay, ja. Zum Beispiel sagen Sie es mir, wenn Sie bekommen einen Anruf in Deutschland über Finanzbereich, ja, ist das legitimisch? Nee, also wenn man vorher das nicht erlaubt hat, ist das nicht legitim, richtig. Das ist nicht legitim. Okay, ja. Und konnten Sie das mir sagen, gibt es in Deutschland unterschiedliche Unternehmen oder so, das nicht berücksichtigen? Zum Beispiel Sie trotzdem anrufen oder das so? Ist das Beispiel. Das ist falsch. Nee, das ist ja richtig. Und konnte ich das mir sagen, was machen Sie zum Beispiel, wenn ich bin in Deutschland und ich habe unterschiedliche Anrufe, ja? Und wie Sie gesagt haben, das ist nicht erlaubt von der Regierung, von Regeln, ja? Ist das verboten. Korrekt? Das ist verboten, richtig. Das ist verboten. Und was macht man dagegen? Was? Was machen Sie dagegen, zum Beispiel, wenn Sie... Ja, was soll man dagegen machen? Sie rufen mit einer gespooften Telefonnummer aus dem Ausland an. Was soll man da machen? Und, okay, und falls diese Unternehmen ist von Deutschland
und mit deutscher Nummer anruft. Dann was machen Sie? Ja, dann zeige ich das an. Anzeige machen Sie, ja? Ja. Okay, und dann was passiert? Ja, weiß ich doch nicht, was dann passiert. Das verrät man uns ja nicht. Nix wahrscheinlich. Aber die Anrufe ist also mehr oder nicht mehr? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Sie rufen bei mir illegal an. Ja, und zum Beispiel in Deutschland, wenn andere Personen ruft, illegal, ja? Und Nummer ist von Deutschland, Unternehmen ist von Deutschland und Sie haben Anzeige gemacht. Dagegen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Okay, für dich. Jetzt hast du ja bestätigt. Das war's leider schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, abonniere den Kanal, um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn etwas Neues auf dem Kanal verfügbar ist. Hier siehst du jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Thank you.